war mehr Lernen als fürs Abitur und das war ja, mehr sagen Lernen viele. Als für die, ja, fürs grüne Abitur. Genau, und war mehr Lernen als für die meisten Prüfungen, die ich in meinem Leben machen musste. Es ist wichtig, dass ich weiß, woher das Fleisch kommt, das ich esse, dass ich alle Schritte nachvollziehen kann, dass ich das Tier lebend hier gesehen habe, dass ich bewusst nicht so viel esse, aber daran halt weiß, wo es herkommt. Ich denke, Covid hat uns definitiv näher an die Natur zurückgebracht, weil das letztendlich der Ort ist, wo wir noch hingehen konnten. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben wieder mehr Verständnis für Lokalität gekriegt und halt auch für den Wert von einem Lebensmittel, das wir hier irgendwie in der Region erzeugen. Und haben, glaube ich, auch deshalb mehr Interesse an Jagd und auch an Wild zu essen und vielleicht auch selbst einen Jagdschein zu machen. Einfach um halt dann zu wissen, woher alles kommt. Sehr viele junge Jägerinnen und Jäger, die eine hervorragende Arbeit machen in sozialen Netzwerken, um zu zeigen, was Jagd tatsächlich ist. Es geht ja nicht ums Erlegen allein, sondern das sind so viele andere Punkte mit dabei. Es geht um Biotopgestaltung, es geht um einen Diskurs mit dem Landwirt, um Unterstützung der Forstwirtschaft. Und genau das wird transportiert durch viele junge Jägerinnen und Jäger über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook oder auch YouTube.